Hallo, hier bin ich wieder, euer Amos aus Ostfriesland. Ja, in den letzten Tagen haben wir viele Schlagzeilen hören müssen vom Biodiversitätsrat. Nun kann man ja an dem komplexen Wort schon erkennen, dass das was ganz Besonderes ist. Und wenn ihr so im Hintergrund die Stimmen hier alle hört, das sind Kiebitze, Uferschnepfen und diverse Vögel, die ja angeblich nach der Aussage von Frau Schulze, der Umweltministerin in Berlin, alle nicht mehr existieren sollen. Und die Kinder kennen die natürlich auch alle nicht mehr, das ist klar, weil wenn da nun Pokémons wären, die man sammeln könnte, dann wäre das sicher für die Kinder etwas einfacher, weil ich sag mal so, so wie wir unsere Kindheit verbracht haben, dass wir uns draußen in der Natur und umhergetrieben haben, dass wir über die Gräben gesprungen sind, dass wir auf den Weiden uns die Tiere angeguckt haben und so und dann mal Enteneier beguckt haben und auch Schwanennester uns angesehen haben, das ist heute ja nicht mehr cool. Ganz im Gegenteil. Das guckt man sich bei Wikipedia an, beziehungsweise in irgendwelchen E-Games oder so. Und darum würde ich mich freuen, wenn Sie, Frau Schulze, einfach mal zu uns kommen würden. Sie können ja auch ein paar Kinder mitbringen, damit wir dann gemeinsam uns das mal angucken. Und wir Landwirte sind natürlich genauso wie Sie auch am Vogelschutz interessiert. Bloß eins muss klar sein, wir müssen auch genug Luft haben zum Leben und um Geld zu verdienen. Das heißt, dass unsere Kühe genug Gras haben, dass wir entsprechend düngen dürfen und dass wir uns auch entsprechend bewegen dürfen. Ich, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn Sie mal hierher kommen. Bringen Sie ein paar Kinder mit und dann machen wir mal eine Erlebnistour auf dem Bauernhof. Und zwar nicht eine Erlebnistour auf dem Bauernhof am Bildschirm, sondern in der Realität. Bis dann. Tschüss.